Hallo ihr Lieben, ich bin Sayobe und wir spielen zusammen Elder Scrolls Online. Das Multiplayer-Online-Rollenspiel, was jetzt derzeit noch in der Beta ist. Wahrscheinlich letzte Beta-Wochenende vorm Release und wir machen direkt weiter. Falls euch wundert, warum ich jetzt hier stehe und nicht mehr unten am Strand. Ich bin in die Stadt gegangen und habe einen Bogen gesucht, aber nicht gefunden. Und deswegen nehme ich euch jetzt von hier an weiter mit. Und wir erforschen das Wrack, glaube ich. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Drückt mir die Daumen, dass ich dieses Mal einen Bogen finde. So, hier ist ein Aussichtspunkt, den gucken wir uns auch nochmal schnell an. Der Tempel des Tanzes der zwei Monde. Okay. Ein Bogen kostet also 500 Gold und wir haben 65, von daher nicht wirklich tragbar der Kauf im Moment. Die zerrütteten Untiefen entdeckt. Ah, ich glaube, das ganze Gebiet hier heißt, ist das. Deswegen, jetzt haben wir es quasi offiziell entdeckt. So, wir gehen jetzt da oben hin, dann gehen wir hier runter. Folgen diesem Weg. Wahrscheinlich nicht so clever. Ich halte auch nichts aus, ist das Problem. Das ist echt. Ach ja, naja, gut, das seht ihr mal, wie es ist, wenn man stirbt. Ihr wurdet besiegt, tot. Ihr könnt euch an einem Wegschrein in eurer Nähe wiederbeleben. Für die direkte Wiederbelebung an Ort und Stelle wird ein gefüllter Seelenstein benötigt, wenn ihr nicht unter Stufe 6 seid. Durch Sterben wird eure Rüstung beschädigt. Gut, da wir noch unter Stufe 6 sind, können wir uns noch hier wiederbeleben. Machen wir auch. Und ich wollte eigentlich mit Bogen kämpfen, aber ich lerne jetzt einfach die nächste Fertigkeit, und zwar den verschleierten Schlag. Weil sonst ist das hier einfach ein bisschen schwer. Ich guck mal, ob es auch mit dem Zweihandschwert geht. Wer wollte nicht schon immer mal Schurke mit Zweihandschwert spielen? So. Ich würde sagen, wir testen das mal an diesem Viech. Wie gut wir jetzt sind. Ja, umgefallen. Okay, gut. Geht etwas schneller als Auto-Hit. Hat sich gelohnt. So. Aufgeschlossen. Wir sollen jetzt hier mit dem Typen hier sprechen. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Noch ein Khajiit. Ihr seid. Ihr seid keine schlüpfrige Seeviper. Oder ein faulmündiger Schiffbrüchiger. Erklärt euer Anliegen der Mannschaft der Vagabund. Ein Seesoldat des Dominion wurde in einer Höhle in der Nähe getötet. Der Orkan hat hunderte von Seesoldaten getötet. Was spielt es da für eine Rolle, wenn einer von ihnen in einer Höhle starb? Naja, er wurde bei einer Art Ritual ermordet. Sein Trupp braucht Verstärkung. Oh, nun, bis sie wieder seetüchtig ist, ist die Vagabund wie ein Huhn im Wolfsbau. Vielleicht können eure Seesoldaten ja beweisen, dass sie nicht nur Frachtstücke auf zwei Beinen in schimmernder Rüstung sind. Wenn sie mit anpacken, denke ich über Verstärkung für sie nach. Sind sie dazu bereit oder haben sie nur eine große Klappe? Ich bin mir sicher, dass sie helfen werden, wo sie können. Und ich bin sicher, dass sie genauso nützlich wie im Orkan sein werden. Falls Sie das Gegenteil beweisen möchten, sind Sie herzlich dazu eingeladen, zur Abwechslung etwas Ordentliches zu arbeiten und die Lecks im Laderaum der Vagabund zu flicken. Vielleicht finden Sie irgendwo in den ganzen Wracks hier einen Ersatz für das Steuerrad. Ich werde mal schauen, ob Sie das Steuerrad besorgen und das Schiff flicken können. Oh, und unser Sonnensichter. Er muss über Bord gefallen sein, als wir gestrandet sind. Unser Ausguck sah, wie diese skinfingerigen Piraten damit abgehauen sind. Ihr werdet den Sonnensichter zurückholen müssen, koste es, was es wolle. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gerade zum Lakaien abgestempelt wurden. Ein paar Fragen. Reden ist immer leichter, als kräftig anzupacken. Schon klar. Gut, leb wohl. Wenn ihr mit ihm reden wollt, könnt ihr es gerne machen. Wir gehen hier ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Gehen wir erstmal aufs Schiff und suchen die Teile, die wir suchen sollen. Die sollen zwar eigentlich
Heißt es, wir sollen die anderen, den anderen Bescheid geben, das machen, aber es ist ja immer dasselbe. Letztendlich tut man es doch selber. Da, was ist da denn? Ein Leck. Gut. Das Leck ist geschlossen. Da hinten ist auch noch was. Und noch ein Leck. Haben wir das schon mal erledigt? Dann gehen wir mit Fellwebel Firion reden. Bevor wir jetzt alles alleine erledigen, können wir ihr dann doch mal Bescheid geben, dass die auch mithelfen soll. Da ist sie auch schon. Dies sind keine Seeleute des Dominions. Sie sind Freibeuter. Was für ein Glück. Quartiermeister Oblan hat Verstärkung versprochen, sobald die Vagabund repariert ist. Wir werden dieser alten Seekatze zeigen, was die Seesoldaten des Dominions alles zustande bringen können. Leb wohl. Gut. Dann sollen wir das Steuerrad suchen. Das machen wir. Auf diese Insel und die Piraten suchen. Gucken, wie wir da rüberkommen. Ah, hier ist das. Sieht gut aus. Dann gehen wir doch mal ein bisschen schwimmen. Je nachdem, wie tief das Wasser ist. Und den Durchlaufen geht auch gut. Wie sieht es eigentlich jetzt aus? Habe ich jetzt. Ich habe immer noch einen Fertigkeitenpunkt, aber. Normalen Schaden an allen Feinden vor euch und das 10 Sekunden für insgesamt 10 damit bluten. Sollen wir auf 2 in der Schurke bleiben? Ich meine, das sind eh nicht mehr viele Folgen. Ach ja. Spielen wir 2 in der Schurken. Warum auch nicht? Oh, guck mal, was da liegt. Das sieht doch ganz gut aus. Finde das Steuerrad. Was ist das für ein Leuchten? Ach, ja. Ich weiß. Ihr vielleicht auch. Und zwar eine Himmelsscherbe. Kann man gar nicht übersehen. Super. Und jetzt müssen wir den Sonnensichter, was auch immer ein Sonnensichter ist, zurückholen von den Sonnenwiebern. Ich glaube, die haut auch mit Auto hier drauf, so lange wie die braucht. Aber es ist echt blöd, wenn man nicht die gewünschte Waffe bekommt. Aber ich meine, man kann auch ein paar Punkte zurücksetzen. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber es soll gehen irgendwo. Ja, viel besser. Das war jetzt auch nicht sofort wie eben, aber viel, viel besser. So. Ich nehme an, dass irgendeiner von diesen Leuten hier das hat. Autsch. So, der hat es auch nicht bei sich gehabt. Der vielleicht. Ich kann mich gar nicht kommen sehen, das ist ja noch besser. Okay. Ich brauche Ausdauer dafür. Okay. Beziehungsweise, nee, für die Schattenfähigkeiten brauche ich Magie. Habe ich nicht mehr. Oha.
Mann, schon wieder. Zum Glück sind wir immer noch nicht Stufe 6. Ja, so perfekt ist der Zweier jetzt nicht dafür. Aber gut. Ich wollte doch eigentlich einen Bogen. Eigentlich. Aber was ist schon eigentlich? Jetzt haben wir es wieder. Eine Eisenaxt haben wir bekommen. Ist das eine Einhänder? Ja, ist einhändig. Könnten wir auch überlegen, ob wir zwei Einhänderwaffen tragen. Brauchen wir nur eine zweite. Und den Sonnensichter haben wir gefunden. Gut, dann gehen wir mal zurück und geben die Sachen ab. Was ich gut finde, ist, dass das alles hier relativ zügig geht. Dass man jetzt nicht ewig hier in einem Bereich rumhängt. So, wo bist du? Da. Oh. So, jetzt bin ich nicht einfach so von hinten. Über Mann. So. Quartiermeister. Das ging schnell. Gut. Es gibt Platz auf der Vagabund für eure Seesoldatenfreunde. Solange sie für ihre Mahlzeiten arbeiten. Ihr habt Verstärkung versprochen? Ich sagte, ich würde darüber nachdenken. Na toll. Kapitän Jemila ist die Einzige, die diese Entscheidung treffen kann. Was sagt denn also euer Kapitän dazu? Etwas, das ihr gerne hören werdet. Ihr habt die Vagabund gerade wieder seetüchtig gemacht. Und Kapitän Jemila begleicht immer ihre Schulden. Geht und sprecht mit ihr. Sie weiß nur, wenn sie einen guten Grund dazu hat. Leb wohl. Dann reden wir mal mit der Kapitänin. Ist sie da oben? Ja. Noch eine Khajiit. Dank unserer Bemühungen kann die Vagabund die Segel setzen, sobald die Flut kommt. Diese Seesoldaten haben auch ihren Teil geleistet. Ich habe keine Verstärkung. Aber ich biete etwas Besseres. Ich weiß, wer die Soldaten des Dominions tötet. Okay, dann mal raus mit der Information. Ich weiß, wie man das beendet. Was meint ihr? Unser Ausguck hat gesehen, wie die Seewipern einen Seesoldaten des Dominions in eine Höhle gezerrt haben. Später hat er gesehen, wie eure Freunde die Leiche des Seesoldaten geborgen haben. Wenn wir nicht so knapp besetzt wären, hätte ich seine Rettung befohlen. Aber drei Leute aus meiner eigenen Mannschaft werden vermisst. Was ist denn eurer Mannschaft zugestoßen? Bevor wir die Gefahr erkannten, habe ich meine Mannschaft losgeschickt, die Untiefen nach Brauchbarem abzusuchen, mit dem wir die Vagabund reparieren können. Wir dachten schon, sie wären verschwunden, aber eine ist gerade eben wiedergekommen. Wofür du drei Leute losschickst, das mache ich alleine. Geschichte. Was ist hier passiert? Die Seewipern sind passiert. Jetzt braut sich ein neuer Sturm zusammen und ich fürchte, dass sie der Grund dafür sind. Mastengewe erholt sich unten, hört selbst, was sie zu sagen hat. Leb wohl. Ja, du schickst drei Leute deiner Mannschaft und ich mache das alleine in viel weniger Zeit, ohne von irgendwelchen Seewipern entführt zu werden. So, wo ist sie denn, Mastenga? Da hinten. Seewipern sind verrückt. Sie versuchen, noch einen Orkan zu erschaffen. Noch ein Orkan? Was meint ihr damit? Sur, Wirkwild und ich haben nach einem Ersatz für das Steuerrad gesucht, als die Seewipern uns überfielen. Sie haben uns auf die Insel mit dem gestrandeten Flaggschiff des Dominions gebracht. Sie haben Dinge dort getrieben. Schreckliche Dinge. Was haben die Seewipern getan? Diese dreckigen Maorma haben meine Kameraden hochgeschleppt und an diese schlangenförmigen Statuen gebunden. Dann haben sie zu singen angefangen und wurden von Blitzen umzuckt. Genau dann begann sich der Sturm, um die Insel herum zusammenzubrauen. Die Seewipern haben den Sturm erzeugt? Ja, ich bin mir da sicher. Es war ein schrecklicher Anblick. Die Seewipern waren so mit ihrem Ritual beschäftigt, dass ich mich befreien konnte.
Ich habe versucht, mir Sur zu schnappen, aber der Blitz hat ihn festgehalten. Dann hat einer der Seewipern an ihm gezerrt. Ich sah das Handgelenk des Maorma aufleuchten. Warum würde das Handgelenk einer Seewiper leuchten? Die Maorma trugen Magnetsteine um ihre Handgelenke. Damit konnten sie diese Blitzfesseln ignorieren. Aber ich konnte nichts mehr tun. Deshalb bin ich vom Schiff gesprungen und davongeschwommen. Bitte lasst nicht zu, dass sie meine Kameraden opfern. Falls sie nicht schon geopfert sind, leb wohl. Gut. Ein Magnetstein besorgen. Wenn es weiter nichts ist, kriegt man ja ständig vor die Füße geworfen. So, lass mal hier runter. Da oben, okay. Also müssen wir diese Leute hier wieder umhauen und wieder was suchen. Was wollt ihr? Ich will deinen Magnetstein. Genau das will ich. Das ging ja gut. Das mit Ritual aufhalten, das ist da hinten. Okay, wieder auf die Insel. Ah, ich sehe schon, da braut sich der Sturm zusammen. Drei Leute schicken die dafür los. Jetzt darf ich alles alleine machen. So. Wo wir da außen rumkommen. Verborgen, ja. Gefällt mir. Wenn es auch nur kurz ist. Scheinen hier mehrere Schiffe geholt zu haben. Ich glaube, es ist das erste Phasing, was ich erlebe. Ich glaube, es gibt es hier auch. Denn ich habe den Sturm eben noch nicht gesehen. Der eine ist hier drüben irgendwo. Mal gucken. Wahrscheinlich oben auf dem Schiff. Lermut. Nehmen wir mal mit. Ich glaube zwar nicht, dass wir zu Berufen kommen werden, aber alles mitnehmen. Da geht's nicht lang, gehen wir vorne rum. Wir wissen ja den Weg. Ah ja, der scheint den Weg zu wissen. Ich bin oben. Und nun? Magische benutzen. Komm raus da! Ja, das glaube ich auch, dass sie den Verstand verloren haben. So, dann ist der zweite da oben, okay. Ich fühle mich so heldenhaft gerade. Nein, heute wirst du nicht getötet. Okay. Warum kämpfen die alle? Es geht doch alles ohne. Ohne einen Kratzer. So, dann gehen wir wieder hier zurück. Da stehen welche, die ich nicht treffen möchte. Schon sprinten. Die Himmelsscherbe haben wir schon. Leuchtet auch nicht mehr für uns. Der ist beschäftigt, hoffe ich. Aber wir können ja... Ah, guck mal, wir können da auch aufs Schiff. Das ist ja gut. Uns verbergen. Ja, noch ein paar Sekunden. So. Die war hier oben, genau. So, wie sieht's jetzt aus? Sur und Wirkwild sind zurückgekehrt, als die Himmel gerade aufklarten. Sie sind ein wenig feucht, aber sonst in Ordnung. Mein Lauerer sagt,
Dieser muss euch danken. Ja, ich bin auch der Meinung, dass ihr mal Danke sagen könntet. Ja, ich habe das Ritual aufgehalten und eure Mannschaft befreit. Wir schließen wir die Reparaturen ab und verschwinden bei Flut von hier. Oh, und eure Freunde, die Seesoldaten, haben die Seewipern abgewehrt, während ihr meine Mannschaft gerettet habt. Sie sind immer an Bord willkommen, egal wie lange. Vielleicht sehen wir euch in Mistral wieder. Ihr werdet immer einen Platz auf der Vagabund haben. Das ist aber nett. Ja, was bekomme ich? Kein Bogen, sondern ein Schild, was mir nicht wirklich hilft. Na super. Ja. Gut, die zerrütteten Untiefen haben wir untersucht. Wir haben das Ritual aufgehalten. Die Welt ist gerettet. Stufenanstieg. Mal gucken. Was ist denn hier? Haben wir auch noch Punkte, oder? Ja, einen. Gut, dann geben wir uns ein paar Lebenspunkte. Leichte Rüstung verbessert, na. Stürmt auf euer Ziel zu, wodurch ihr normalen Schaden verursacht und garantiert kritisch trefft. Naja, wir haben kraftvoll. Leichte und schwere Angriffe mit zwei Handwaffen verursachen zusätzlichen Schaden. Ich will doch eigentlich... Mann. Eigentlich will ich einen Bogen. Immer noch. Darauf warte ich jetzt auch nochmal. Wie viel Geld haben wir jetzt? 240. Die Hälfte. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay. Es ist Folgenende. Von daher, bis zum nächsten Mal. Sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt. Wir spielen zusammen Elder Scrolls Online. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.